Ich bin hier im Hofquartier Taufkirchen bei Fliesenkügler und möchte von Geschäftsführer Oliver May gerne wissen, wer kommt zu euch und warum? Ja, freut mich, dass du heute da bist. Wir haben also ein ganz breites Publikum vom Privatkunden über Bauherren, Planer, Architekten, kleine Bauträger, die den Weg zu uns finden und die wir bei ihren Projekten gerne unterstützen. Sei es nur die kleine Gästetoilette oder auch das ganze Haus. Ich komme zu euch mit meinem Projekt und habe noch keine großen Vorstellungen. Wie gehst du vor? Wir als Fliesenkügler haben alle sehr, sehr lange Erfahrung in der Fliesenbranche und bieten dadurch eine qualitativ sehr hochwertige Fachberatung und unterstützen wirklich von Beginn an der Entstehung. Wir haben das Detailwissen eben für komplette Wand- und Bodenkonstruktionen und können also entsprechend auch die Beratung durchführen und haben im gleichen Atemzug auch das passende Netzwerk an Handwerkern oder an speziell Fliesenlegern, die das Projekt dann auch entsprechend umsetzen können. Das ist, glaube ich, schon eine Sache, wo man sich schon unterscheidet. Und auch, sagen wir, sich das wirklich auf den Kunden eingehen, ja, und jetzt nicht vielleicht irgendwo versuchen, jetzt muss ich dem, jetzt habe ich keine Zeit mehr, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das darf nicht passieren, das spürt der Kunde irgendwann. Und deswegen muss man halt auch wirklich sich die Zeit nehmen. Sowas ist oft auch in dem ersten Durchgang nicht sofort entschieden oder durch. Ja, Keramik ist ja doch ein langfristiges Thema. Die meisten sagen, das hält für die Ewigkeit, was ja im Normalgebrauch auch der Fall ist. Ich kann die Fliese nicht kaputt machen. Das geht nicht. Das ist so ein hochwertiges Produkt. Mhm. Das ist bei normalem Gebrauch nicht machbar. Und wenn ich sehe, dass solche Produkte ja auch in öffentlichen Bereichen eingesetzt werden oder in der Gastronomie, wo eine ganz andere Frequenz da ist und Beanspruchung da ist, und die haben ja auch keine Probleme. Also was soll dann im Privatbereich passieren? Selbst eine junge Familie mit zwei Kindern und zwei Hunden, das ist vollkommen egal. Sprichst du da aus Erfahrung mit den Hunden? Nein. Quatsch. Nein. Kann ich das natürlich nicht einnehmen. Ja, nee. Nein, aber das macht dem Material nichts. Also insofern, und wir haben Stand heute, ich mache das jetzt, das ist mein 27. Jahr in der Fliese. Ach Gott. Aha. Ein bisschen echter Profi. Ja, aber wir haben, also wirklich, wir haben die letzten drei Jahre, was da in der Keramik passiert ist, optisch und von den Formaten her, wir haben die schönsten Fliesen, seitdem ich dabei bin. Einfach von der Vielfalt, auch von den Formaten, von den, so wie das, das ist ein Naturstein. Imitat und ich habe schon Kunden auf den Knien, auf dem Boden anfassen, geschaut und wieder aufgestanden, weitergegangen, wieder zurückgekommen, wieder hingekniet und dann muss ich sie fragen, ist das jetzt ein Naturstein oder nicht? Und dann sage ich, nein, das ist eine Fliese. Und die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten sind einfach gigantisch. Ihr habt auch, glaube ich, auch besonders dünne Fliesen, ne? Jetzt gibt es seit eineinhalb Jahren die 6 mm Ware und da geht es halt bei Größen wie 60x1,20 m oder 80x80 los, aber dann halt XXL, also bis 1,60x3,20 m, diverse Zwischengrößen und da eben die Möglichkeit, das Produkt zu prägen, das heißt, ich bekomme Strukturen, ich kann es schleifen, ich kann es anpolieren, ich kann es polieren, also unterschiedliche Oberflächen. Und das macht es interessanter und hat von den Materialeigenschaften her gesehen, ist es gleichzusetzen mit der herkömmlichen Zentimeterware. Ihr seid jetzt hier im Hofquartier Quartier Taufkirchen. Warum habt ihr euch den Standort ausgesucht? Es ist hier eine sehr schöne Zusammenfluss oder Zusammenfindung von unterschiedlichen Gewerken, die alle mit der Thematik rund ums Bauen einrichten zu tun haben und die Entscheidung, sich hier mit einzubringen, war richtig. Es ist also eine sehr, sehr schöne Location und sehr gute und professionelle Kollegen.
Dankeschön, lieber Oliver. Gerne.